Nerdfamilie 10. Hello. So, da sind wir wieder und haben diesmal ein ultra spannendes Thema mitgebracht. Actionmedizin Deluxe. Philipp, folgender Einsatz. Ich hoffe, du hast dein mentales Modell geschärft, ja, und bist bereit. Starte. Okay. Es ist 14 Uhr, die Alarmierung lautet 22-jährige Patientin Hyperventilation. Tatütata. Wir rasen durch die Stadt, durch den Freitags-Frühnachmittagsverkehr, gefährden unser Leben und das von vielen anderen und das nur wegen einer Hyperventilation. Oh Gott. Was denkst du dir da, Philipp? Aber jetzt mal ehrlich, Hyperventilation. Hyperventilation. Das ist ja, wie du schon sagst, das ist ja, wird ja immer ziemlich langweilig beschrieben. Und Hyperventilation, da muss man sich erstmal überlegen, was ist die Hyperventilation überhaupt? Ist das die schnelle Atemfrequenz? Nein, denn das ist die Tachypnoe. Die Hyperventilation ist immer dann, wenn wir quasi hyperkompensatorisch schnell atmen und damit zu viel CO2 abatmen und meistens dann auch in eine respiratorische Alkalose hineinrutschen. Okay. Und immer dann ist es die Hyperventilation. Das heißt, eine schnelle Atemfrequenz an sich, das ist keine Hyperventilation, das ist Tachypnoe. Mhm. Und da fängt es nämlich schon an, super gefährlich zu werden. Denn ist die Hyperventilation gefährlich? Da gibt man doch so eine Tüte und fertig, oder? Genau, die Hyperventilation ist nämlich eigentlich ja erstmal in vielen Fällen nicht so gefährlich, aber die Tachypnoe ist, ist Tachypnoe gefährlich? Ja, denn sie ist das erste Vitalzeichen, was bei schlechten Patienten ein Hinweis darauf ist, dass die schlecht sind. Siehe unser Sepsis-Video und so weiter, ne? Klassisch. Genau. Der erste Blick auf den Patienten, die schnaufen schnell, oh, die sind schlecht. Und warum ist das so? Klar, wenn ich versuche, viel CO2 abzuatmen, tue ich das vielleicht auch, entweder weil ich eine Azidose habe im Blut, also zum Beispiel eine Ketoazidose habe, ja, ein Patient, der Erstmanifestation eines Typ 1 Diabetes zum Beispiel hat, jetzt eine schwere Ketoazidose hat, der wird auch schnell atmen, tachypnoeig sein, weil er einfach versucht, die Ketoazidose abzuatmen, oder ein Patient mit einer Laktatazidose, der zum Beispiel im septischen Schock ist, auch der wird tachypnoeig sein. Und die 22-Jährige, was kann eine 22-Jährige gut haben? Die raucht vielleicht, ne? Die nimmt vielleicht auch die Antibabypille, die hat jetzt eine lange Flugreise nach Asien gemacht, ist gerade zurückgekommen. Panikattacke? Ja, wegen einer Lungenembolie. Ja, das heißt, Tachypnoe ist natürlich auch ein frühes Zeichen der Lungenembolie und die Lungenembolie, die darf man auf gar keinen Fall übersehen. Mhm. Das heißt, was will ich euch sagen? Dieses Hyperventilationssyndrom, wie es immer so genannt wird, ist eine Ausschlussdiagnose. Wir müssen uns sehr, sehr sicher sein, durch eine gute Anamnese, durch eine gute körperliche Untersuchung, dass da tatsächlich keine, ich sag mal, somatische Ursache, ich habe sie ja gerade schon genannt, so mögliche, es gibt auch noch andere Ursachen, die gefährlich sind für eine erhöhte Atemfrequenz vorliegen. Und dann kann man auf das Hyperventilationssyndrom schließen. Das Hyperventilationssyndrom ist wiederum was ganz anderes. Da ist psychischer Stress, Agitation der Auslöser. Wir verfallen in Panik, dann atmen wir deswegen schnell. Dann kommt der ganze Kreislauf dann so ein bisschen in Schwung, denn dadurch, dass wir zu schnell atmen, haben wir eine Alkalose. Durch die Alkalose wird mehr Calcium an Albumin gebunden. Dadurch kriegen wir diese typische Pfötchenstellung. Wir kriegen so Kribbelparästhesien im gesamten Körper, Spitzfußstellung, Hyperreflexie. Das macht einem natürlich noch viel, viel mehr Angst. Also atmet man noch schneller. Genau, und dann wird es immer schlimmer und dann sitzt man irgendwie so irgendwann da, ne, hat ein deutlich erhöhtes Atemminutenvolumen. Und was brauchen die Patienten jetzt? Die Patienten brauchen die Rückatemmaske? Fragezeichen. Einfach so ein paar Tavor nehmen und in die Richtung werfen. Tavor und Rückatemmaske. In den Raum werfen und weitergehen. Lieber nicht, sondern die Patienten hatten ja mal einen Auslöser gehabt, nämlich eine Panikattacke, Stress, das sind häufig auch psychische Agitationszustände. Das heißt, die brauchen einfach jemanden, der sich zu denen setzt, die beruhigt und denen versucht zu erklären, dass die Situation gar nicht so gefährlich ist. Vielleicht mit einer Kommandoatmung, sie versucht runterzubremsen, Atemanweisungen gibt. Und dann schafft man es häufig schon, die Patienten aus diesem Agitationsstadium rauszubringen. Und dann, auch indem man sie eben ihnen eben genau erklärt, was da gerade vorliegt und dass die Symptome gar nicht so schlimm sind, dann aus diesem Kreislauf rauszukommen. Wenn wir das schaffen, haben wir sehr, sehr viel gewonnen. Denn wenn wir den Patienten einfach nur eine
Rückatmaske aufs Gesicht draufdrücken, was wird der machen? Der wird vielleicht noch panischer werden in dem Augenblick. Dann wird irgendwann, dadurch, dass er CO2 zurückatmet, wird zwar die respiratorische Alkalose besser, aber die Aktivation, die bleibt, der Patient ist trotzdem noch total getrieben und er glaubt vor allen Dingen, das ist etwas, wo er auch in Zukunft immer wieder den Rettungsdienst holen muss. Das heißt, wenn wir ihm einmal vernünftig erklärt haben, wie er da rauskommt, vielleicht auch den Angehörigen das erklärt haben, haben wir viel Stress auch für die Zukunft gewonnen. Und zu Benzos ein Wort. Also Benzos sind die allerletzte Rückfallebene, wenn alles andere auf gar keinen Fall funktioniert. Denn Benzos haben Nebenwirkungen, die können abhängig machen. Und die Patienten können sich darauf verlassen, dass man sagt, immer wenn es mir schlecht geht, nehme ich halt eine. Ne? Und vor allen Dingen, wir haben eben schon darüber gesprochen, es gibt auch ernstzunehmende Ursachen von einer Tachypnoe, die man vielleicht doch nicht so richtig bedacht hat. Und wenn der Patient jetzt doch kompensatorisch tachypnoisch ist, dann geben wir ihm Benzo, dann kann das Ganze ganz schnell in einen Kreislauf reinrutschen, wo der Patient dann akut auch lebensgefährdet ist. Dasselbe gilt übrigens auch für die Rückatemmaske. Die ist natürlich auf keinen Fall geeignet für einen Patienten, der zum Beispiel eine COPD hat und dazu vielleicht eine psychische Agitation, jetzt tachypnoisch ist und dann lassen wir ihn rückatmen, dann kriegt er eine CO2-Narkose, ist auch immer schlecht. Das heißt, tatsächlich ganz, ganz wichtiger Punkt, und da haben wir auch zwei tolle Links, vor allem einen von Kollegen von Das Foam mit verlinkt, wo die nochmal genau darauf eingehen. Denkt daran, talk down und Patienten vernünftig anleiten und dann passt das Ganze. Okay, das heißt, Philipp, was machst du jetzt bei der 22-Jährigen, die da panisch ist? Ich gehe zu ihr hin, sage ihr, beruhigen Sie sich erstmal, versuchen Sie mir mal zu erklären, was Sache ist. Dann wird sie kaum sagen können, was Sache ist. Dann sagen sie, hat zu schlimme Atemnot. Dann werde ich sagen, ich glaube, sie atmen gerade viel zu schnell. Ich werde versuchen, sie durch bewusst ganz ruhige Atmosphäre und langsame Atemanweisungen versuchen, aus diesem Zustand rauszubringen. Und dann funktioniert das auch meistens. Und ich werde versuchen, vor allen Dingen das gesamte gestresste Umfeld und vielleicht lauter Kollegen, die da die Maschinerie in Gang bringen, versuchen, etwas zu bremsen, wenn ich eben keinen Hinweis dafür habe, dass die Patientin jetzt keine akute Notfallpatientin ist, sondern so ein Hyperventilationssyndrom hat. Was ich noch einen guten Tipp fand, das hat mir letztens, oder eigentlich schon vor sehr, sehr langer Zeit, ein Rettungssanitäter Kollege von mir damals noch in der Ausbildung gesagt, es muss nicht immer der Notarzt sein, der diese beruhigende Funktion hat. Ne? Also manchmal ist es der ganz erfahrene Kollege vom Rettungsdienst, der vielleicht einmal im Monat ehrenamtlich fährt, aber der einfach ein ganz anderes Auftreten hat, der den Patienten beruhigen kann. Manchmal ist es die 19-jährige Praktikantin, die jetzt da mitfährt, die vielleicht da besseren Kontakt hat. Das muss nicht jetzt der Notarzt oder die Notärztin sein. Je nachdem, wer die Situation da oder am besten an den Patienten rankommt, da kann man durchaus mal auch aufs Team vertrauen. Häufig machen die das ja schon. Und da muss ich mich dann auch gar nicht mehr involvieren. Da kann man mal schauen, ob man die Situation entspannt und dann vielleicht danach nochmal gescheit untersucht, oder? Ich denke, das hilft mir immer, dass man da ja, und auch mal das Team machen lassen kann. Und das Tolle ist, die initiale Untersuchung und Anamnese und das Beruhigen geht ja Hand in Hand, indem man einfach sagt, jetzt beruhigen Sie sich mal kurz, was ist denn passiert? Was haben Sie denn für Beschwerden? Aha, okay, das klingt für mich jetzt erstmal nicht nach einem ganz akut lebensbedrohlichen. Und dann kann man so Schritt für Schritt die Anamnese vorantreiben, denn nochmal ganz wichtig, Anamnese und gute körperliche Untersuchung sind ein Muss, damit man eben keine gefährlichen Ursachen für eine Tachypnoe übersieht und dem Patienten dann Unrecht tut, wenn man einfach sagt, naja, schon wieder so eine Hyperventilationstante und die lassen wir jetzt zu Hause und gehen wieder und hier pro Tüte aufs Gesicht und Schluss. Und mit diesem sehr positiven Ausblick, vielen Dank, Philipp. Ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr so sagt. Habt ihr das schon mal erlebt? Fälle, wo der Verdacht war Hyperventilation und dann war was Schlimmeres oder wo sich so anders entwickelt hat, schreibt uns und jetzt sage ich es mal, teilen und liken. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Nerdfamilien. Bis dann. Ciao.